Bastard. Guck Du mal, bist eine Leute, Hurensohn. du bist ein Bastard. Redet er, ja, lass mal matchen. Komm. Wallah, was denkt er? Er sagt Bastard und so. Er ist selber ein Bastard. Habibi, ich hab Sado-Familie hinter mir, ich hab Rambo-Familie hinter mir. Was denkt der, wer ist? Wallah, ich schwöre auf Koran. Ich mache einen Anruf, ganz Sado-Familie steht hinter mir. Wallah. Ja, lass matchen. Ich Ich schwöre auf Koran, ganz Sado-Familie steht hinter mir aus Berlin hier. Wallahi, ihr seid Schande für eure Nationalität. Halt deine Fresse, du Hund, du. Okay, tut mir leid, Abi. Iri. Nicht du, nicht du, der andere. Rede nicht. Flava, danke. Ja, okay, Abi, ich hab Fehler gemacht. Red nicht so mit mir. Tut mir leid. Guck mal, Wallah, wenn er seine Leute ruft, ich rufe auch meine Leute, ist kein Problem. Wallah, wenn er nicht alleine kommt, ich rufe auch meine Leute. Ich will alleine gegen ihn kämpfen. Ich will alleine mich mit ihm anlegen. Aber er ruft seine Leute, er kann nicht ohne seine Leute. Aber warum hast du ihn so genannt? Also nur beantworten. Einfach so, weil er frech ist. Weil er frech ist. Soll er seine Leute rufen? Ich habe 3000 Mann hinter mir. Wallah. Jetzt, wenn ich will, ich fahre, Aber bin ich voll. da sie Hisham und so, die nehmen ihn auseinander, Habibi, wenn er seine Leute ruft. Wallah. Aber er ist auf Mutter gegangen, du bist nicht auf Mutter gegangen. Ja, er ist auf Mutter gegangen. Wallah, ich hab meine Cousins hinter mir. Wallah, ein Anruf, ich schwöre auf Koran, ich hol Kalaschnikow. Ich schwöre auf meine Mutter. Ey, aber seit wann redest du über Cousins? Du warst der Einzige, der über sich selber geredet hat. Aber wenn er mit seinen Leuten kommt, komme ich auch mit meinen Leuten, Habibi. Denkst du, ich gehe alleine dahin oder was? Junge, wir sind Männer, wir gehen alleine, oder nicht? Nein, ich gehe nicht alleine. Wenn er seine Leute ruft, rufe ich auch meine Leute. Ich rufe auch meine Leute an. Warum soll ich mich angreifen lassen von Leuten, von seinen Leuten? Und Wallah, wie ein ist es Anruf. passiert? Ein Anruf. Ich hol Kalaschnikow. Ich schwöre auf meine Mutter. Wallah. Boah, chill mal ein bisschen jetzt. Ja, Wallah, es ist doch nicht Krieg, Junge. Ja, er soll ruhig sein. Er soll leise sein. Er soll nicht denken, er kann immer mit seinen Leuten kommen. Das ist alles nur Spaß. Das ist TikTok. Er soll nicht übertreiben. Wallah. Er soll nicht übertreiben. Er kennt auch alle meine Cousins. Er kennt alle meine Cousins. Junge, es gab genug Kriege, wo man sich beweisen könnte früher. Ja, er soll leise sein. Er soll nicht sagen, ich rufe irgendwelche Leute und so. Wallah, wenn er meine Eltern beleidigt, ich beleidige auch seine Eltern. Und du weißt, er hat angefangen, Eltern zu beleidigen. Du hast gerade gehört, oder? Er hat angefangen, aber du hast angefangen zu beleidigen, aber er ist auf Eltern gegangen. Aber ich habe ihn beleidigt. Ich habe nicht seine Ja. Eltern. Ich habe nicht seine Eltern beleidigt. Er ist auf Eltern gegangen. Sag, Habibi, ich bin libanesischer Kurde. Wallah, ich bin von Rambo-Familie, Habibi. Denkst du, einer kann mir was? Was Kurden werden dir zeigen? Komm mal alleine, er soll alleine kommen. Er soll nicht seine Landsleute. Er soll alleine. Genau so, wie rede. Ich habe ihn beleidigt. Ich habe nicht irgendwas, welche Leute von ihm beleidigt. Ich habe ihn beleidigt. Ich habe mit ihm schreibt. Er soll es mit mir klären. Er soll nicht seine Landsleute mit reinziehen. Leute, die haben ein persönliches Problem. Nationalität hat nichts zu heißen hier. Genau. Oh, danke, Abonnentment. Mich nicht, er soll nicht seine Leute einmischen. Ich habe mit ihm ein Problem, er hat mit mir ein Problem. Dann soll er es mit mir klären. Aber nicht auf Familie und so gehen, ja? So was macht man nicht. Mach mal aus, mach mal aus. Hol ihn mal rein. Tut mir leid. Tut mir leid.